Wir können uns duzen oder siezen? Ja, ich habe euch eben auch einfach geduzt. Ich finde, das ist okay. Also, Wunderbar. wenn ich Herzlichen die Dank. Älteste in der Runde, ich biete, ich schmeiße das mal in die Runde. Du siehst aber am jüngsten aus. Ah ja, genau. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Steffen und Jo. Willkommen zu Schmetterlinge im Kopf. Der Steffen und ich, wir hatten jetzt ja in der letzten Zeit einige Leute, die schon von einigen gekannt werden, aber auf diese Gästin freuen wir uns wirklich, wirklich sehr. Zum einen, weil sie ein fantastisches Buch geschrieben hat, das für mich zumindest auch zur rechten Zeit kam. Ich bin aber auch so einer, der mit Einsamkeit sein Ding hat und deshalb habe ich es mit Freude gelesen und kenne auch viele, die es schon gelesen haben und sagen, ja, es ist ein wirklich tolles Buch. Und zum anderen, weil wir eine Gästin haben, ich gender das einfach mal, weil Gästin finde ich auch ein schönes Wort, weil wir eine Gästin haben, die, ja, ich sag mal, die man kennt. Also man kennt sie aus den, ich hätte jetzt fast gesagt, Anfängen des Privaten. Es war schon ein bisschen weiter, aber schon aus den Anfängen der Privaten. Man kennt sie aus verschiedenen Formaten. Man kennt sie vom Hessischen Rundfunk mit fantastischen Interviews, die ich immer mit Freude höre, wenn ich im Auto sitze und sonntags irgendwo hinfahre. Sonntags ist es, glaube ich, ne, in HR3. Genau. Wir sprechen von 10 bis Bärbel um Schäfer. 12. Ja. Genau. Wir sprechen von Bärbel Schäfer und wir freuen uns wirklich irre, dass eine Frau, die ja doch so viel beschäftigt ist, das geht zumindest aus deinem Buch hervor, es schafft, eine Stunde lang mit uns über ein Thema zu sprechen, das auch ein recht schwieriges ja durchaus ist, nämlich das Thema Einsamkeit. Herzlich willkommen, liebe Bärbel Schäfer, bei uns im Bitte Schmetterlinge-Podcast. Applaus. Bitte Applaus. Applaus. Ja, vielen Dank an euch beide, Jo und Steffen. Danke für die Einladung. Ich bin natürlich gerne dabei, weil Schmetterlinge im Kopf kann man ja immer gut gebrauchen, ja. Das stimmt, ja, aber auch nicht immer, denn Schmetterlinge im Kopf können auch zu Einsamkeit führen, nämlich genau dann, wenn sie irgendwie so von Blüte zu Blüte springen, aber keine dieser Blüten sich so richtig öffnet und man dann irgendwann gelähmt da sitzt. Kennst du denn? Ui. Ja, naja. Jetzt sage ich es direkt, das ist das Level dieser Folge. Ja, bitteschön. Nein, kennst du denn diese Zustände? Also, dass du manchmal so viel Kram um den Kopf hast, der dich ja eigentlich rastlos machen müsste und du bist aber gelähmt vor lauter Kram und weißt gar nicht, also Kram mit K wie Kaufmann und weißt gar nicht, was zu tun ist, oder bist du so eine Strukturierte? Naja, ich bin schon strukturiert, aber ich kenne auch die Situation, dass man in Augenblicken gefangen ist, wo man einfach das Gefühl hat, man kann sich nicht verbinden mit seinem Umfeld, mit seiner Umgebung. Und von daher ist das jetzt kein regelmäßiger Zustand. Ich denke, als Jugendlicher hatte ich das sehr, sehr viel häufiger. Und klar, auf der einen Seite, ich bin jetzt keine Biologin, fliegt ein Schmetterling ja von Blüte zu Blüte und die öffnet sich nicht. Aber das Schwierige bei Einsamkeit ist ja, du kannst es niemandem ansehen. Also wir wissen ja nicht, jemand kann funktionieren in seinem Job und trotzdem isoliert sein und sich nicht mitteilen und sich nicht verbinden mit der Welt. Und das ist ja, Kommunikation, Austausch ist ja irgendwie keine Einbahnstraße, sondern es muss ja von beiden Seiten was kommen. Und wer einsam ist, dem fällt das natürlich schwer, was von sich Preis oder auch abzugeben, sich wie die Blüte, wie du das so poetisch gesagt hast, eben tatsächlich auch ja, zu öffnen. Und das heißt aber auch, dich zu öffnen mit deinen Ängsten, mit deinen Schmerzen, mit deinen Wunden. Und Leute, das kennen wir alle, das sind ja eher Sachen, da wollen wir auch mal die Decke drüber legen und den Teppich des Schweigens. Das stimmt. Meine erste Frage, und ich frage mich, wie oft du dies gefragt wurdest, gibt es Ava denn wirklich? Ja, Ava gibt es, aber Ava ist ja als Grundschullehrerin jetzt auch wieder tätig. Sie hat mich aber gebeten, einen anderen Namen zu nennen, ein bisschen Zeiten zu verrücken, dass sie beim nächsten Elternabend nicht darauf angesprochen wird. Und anders als bei meinem Buch davor mit Eva Cepeschi, meiner über 90-jährigen Freundin, die Auschwitz überlebt hat, die wollte mit auf Lesereise, die wollte aufklären. Und Ava sagt: Bitte, ich gebe dir die Mails über meine Einsamkeit. Sie macht uns ja das Geschenk in Avas Geheimnis dieser verschlossenen, isolierten Räume und lässt uns da reinblicken, die ich benutzen. Das habe ich mit ihr abgesprochen, aber sie hat gesagt: Bitte nimm mich nicht mit auf Lesereisen oder in den Podcast von Joe und Steffen. Wer müsste da fragen? Da möchte auch keiner dabei sein. Ja, das ist selbst. Aber wo sind wir denn? Wir sind ja hier allein in einem, was ist das, ein Flieger oder ein Konferenzraum?
Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe noch, ihr seid jetzt gerade irgendwo, glaube ich, mitten im All. Ich habe den Fehler gemacht. Hallo, liebe YouTube, einfach diesmal wirklich nur den Podcast hören. Bärbel Schäfer und Joachim Letscher fliegen einmal durchs All. Aber Jo, sag mal, das ist ja wie beim Möbelhaus Segmüller mit den Füßenstühlen. Und ich seh euch ganz normal. Das ist eine Katastrophe. Also heute ist euch ein Tag. Das heißt, Bärbel, achso, übrigens, das muss man noch vorab sagen, wir sind jetzt nicht so pfleglich, wir haben natürlich gefragt und haben der Bärbel das Du angeboten. Das nochmal, das ja, ist hier, ja, also nicht, dass das geklärt ist. Wie ist das denn, wenn, oder beziehungsweise wie kommt denn die Information, dass man es geschafft hat auf die Spiegel-Bestsellerliste? Kommt da ein Anruf, kommt da eine Mail? Ist das, weil das ist ja das absolute Nonplusultra. Wie, also, war das, ein schönes Glücksgefühl, das kriecht so langsam den Rücken hoch und die Schmetterlinge im ganzen Körper. Mich hat meine Agentin angerufen, die wiederum vom Verlag vorher informiert wurde. Und da muss man das immer noch 2-3 Tage für sich behalten. Und auch wenn ich beruflich viel rede, bin ich ja sehr, sehr verschwiegen. Aber ich habe natürlich voll den lauten Schrei losgelassen. Und ja, als ehemalige Leistungssportlerin findet man das natürlich toll, wenn man auf so einem Ranking dann auch sichtbar ist. Es gibt ja noch die unsichtbare Liste. Das geht unter der 20 weiter. Da war ich schon häufig, aber das andere ist natürlich sichtbar dann, ne? Ich hätte bei der Spiegel-Bestsellerliste ehrlich gesagt immer Angst, dass ich, auf welchem Platz ist es jetzt gerade, weißt du das? Jetzt weiß ich, glaube nächste Woche ist es nicht drin, obwohl, warte mal, die rufen dich immer am Donnerstag an, ja, habe ich ja noch 24 Stunden Zeit. Aber das heißt, du wirst dann jedes Mal angerufen, wenn du es auf die Liste gepackt hast? Ja, genau, die rufen dann an und sagen, so, jetzt bist du auf 7 oder du bist auf 15 oder du hängst mit einer Hand an der Regenrinne und bist auf 19. Hand aufs Herz, wenn du unter den ersten 10 bist, ich hätte wirklich Angst vor Dennis Scheck. Ja, gut. Oder? Das ist ja das Urteil eines Kritikers. Und, ich finde seine Praxis, ein Buch, das ihm aus vielleicht nachvollziehbaren Gründen nicht gefällt, diese Rollstiege da runterzuschmeißen, finde ich sehr gemein. Und ja, also dann, ich finde das dann, ein bisschen despektierlich, nee, ehrlich gesagt. Ja. Büchern so umzugehen. Und ich beurteile ja auch nicht, was man gerne isst, wenn jemand anders in den Supermarkt geht und was anderes kauft als das, was ich mag. Und naja, man weiß dann ja, unabhängig von Dennis Check, der ja auch auf der anderen Seite in vielen Punkten auch eine gute Arbeit macht. Aber absolut, ich mag ihn sehr. Ja. Davor hätte aber ich bitte keine Bücher in die Mülltonne werfen. Das hat irgendwie, ja, das ist. Finde ich auch nicht gut. Und das heißt. Was liegt denn bei euch auf dem Nachttisch gerade? Bei mir liegt auf dem Nachttisch einmal Avas Geheimnis. Das habe ich aber heute fertig gelesen. Also ich habe extra sagen, heute wollte gerade sagen. Die letzten 2 Seiten. Schön. Und letztens lag auf dem Nachttisch von hier bis zum Anfang. Das ist ein ganz, ganz wunderbares Buch. Und das zweite Buch, also ich lese immer mehrere Bücher. Also bist du ein Abendleser auch, der mehrere Sachen gleichzeitig liest? Nee, ein Morgenleser bin ich tatsächlich. Und ich habe Selbstachtsamkeit gerade auf dem Schreibtisch liegen, weil das ein Thema war, das, worauf ich über dein Buch gekommen bin. Und dieses Buch hatte ich schon lange als E-Book vorliegen. Und ich hatte jetzt auch so ein bisschen unangenehme Zeiten. Und das hat mir, also dieses deines und dieses Buch hat mir sehr, sehr geholfen. Das heißt, Ava hat dich auch auf die Idee gebracht, dieses Buch zu schreiben. Also war das, dass du in dieser Situation warst und dachtest, Mensch, das ist doch mal ein Thema, müssen wir mal hintergucken, wie das so in der Gesellschaft ist? Oder lag dir das schon länger auf dem Herzen? Nee, also ehrlich gesagt kam erstmal das Leben dazwischen, weil manchmal ist das ja so, dass einem so kometenhaft die Dinge vor die Füße fallen und da weißt du noch gar nicht, da wird irgendwann mal ein Buch draus. Mhm. Ich bin dann irgendwie einfach stehen geblieben und nicht weggerannt, weil da offensichtlich jemand, das wurde ja etwas mehr. Mich hatte ja am Anfang meine gute Freundin Caro einfach nur gebeten, hey, guck mal nach meiner Schwester. Und so wie wir das eigentlich alle kennen, dass irgendwelche Geschwister von engen Freunden, die wabern ja immer so am Horizont. Aber weißt du vielleicht, was die studieren oder mit wem die gerade ins Bett steigen? Aber man weiß ja nicht genau jetzt, wie es denen gerade so geht. Okay, ja, geh ruhig ins Detail, ja. Oder die WG oder so.
Aber man kriegt immer, und da hat sie mich ja gebeten, mal nach Ava zu schauen. Die lag im Krankenhaus und ich kannte sie halt von einem früheren Job, von der Produktion beim Daily Talk. Da war sie Gästebetreuerin. Mhm. Und sie war nicht die Art von Frau, die gleich als Erste, wenn der Sound angeht, lostanzt oder auf dem Tisch steht und ausrastet und feiert. Die war aber nicht den Menschen abgewandt, ja. Und von daher habe ich ja plötzlich eine sehr verschlossene, abweisenden Menschen kennengelernt, der extrem verkapselt war. Und mich hat neugierig gemacht, was ist mit ihr passiert. Und später habe ich dann die Leser und Leserinnen auf diese Reise dann tatsächlich mitgenommen. Mhm. Weil viele würden ja vielleicht sagen, naja gut, also oft ist es ja so, man hat einen guten Willen und sagt, gut, dann probiere ich es mal. Und wenn die Menschen dann naturgemäß, weil sie ja eben gerade in einem Tief sind, egal wie man das nennt, ob das Ängste sind, ob das Depressionen sind oder ob das Einsamkeit ist, das sind ja auch Dinge, die sehr ineinander spielen. Und viele sagen dann ja, naja gut, wer nicht will, hat schon, dann musst du halt gucken. Du bist aber eine Kümmerin. Oder? Ja, so ein hartnäckiger Wadenbeißer klingt das jetzt. Ich habe mich jetzt da nicht an Heizkörper gekettet und gewartet, dass sie mich irgendwie rausschmeißt, aber ich war auf jeden Fall, keine Ahnung, hartnäckiger, weil ich gedacht habe, dieses Unglücklichsein, sich beschädigt fühlen, irgendwie defekt sein, und das ist so schambesetzt, wenn jemand sozial auf Entzug ist. Das ist ja wie so ein sozialer Entzug. Das hat mir einfach leid getan und ich wollte wissen, was ist. Ich bin einfach stehen geblieben und ich habe immer wieder ein Angebot gemacht. Und so wie du sagst, ist es natürlich auch, man hat dann nach 3 oder 5 Mal, denkst du auch, sag mal, jetzt kann aber auch mal was von der Gegenseite kommen, ja. Ich habe es nicht persönlich genommen. Ich habe einfach gesagt, so, ich drehe eine Runde mit dem Hund, ich gehe ins Kino, ich gehe schwimmen, ich habe was gekocht, willst du kommen? Und 30 Mal hat sie abgesagt und irgendwann ihre Möglichkeit, mit mir in Kontakt oder überhaupt mit jemandem in Kontakt zu treten, das Schreiben, die Mails. Und die habe ich in der Pandemie eben auf dem Laptop, so wie wir alle, als wir zu Hause gesessen haben, wieder entdeckt. Und dann habe ich mich auf eine Reise gemacht zu dem Thema. Aber hast ein Buch, mach mal. Nee, hast du da eine Empfehlung, wenn man jemanden im Bekannten- oder Familienkreis hat, dass man sagt, also, und das ist ja wirklich, also ich sage mal so, ich habe da jemanden im näheren Bekanntenkreis, der dieses Format auch schaut, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ist das dann das Werkzeug Geduld, ist das das Werkzeug, also manchmal habe ich auch das Bedürfnis, einfach diese Person einfach an den Haaren aus der Wohnung herauszuziehen und zum Impfen zu schicken, also meinst du, das ist Geduld, also so wie das bei dir war, ist das die richtige Lösung oder hast du es bei anderen vielleicht auch anders erlebt? Nein, ich kann, es war bei mir nicht nur die sanfte Geduld, es war auch Wut, es war auch Enttäuschung und ich glaube, diese Gefühle sind auch alle ganz normal, wenn dir jemand wichtig ist. Aber das Gefühl zu haben, ich bin, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle jemanden kennen, weil du das jetzt gerade so angedeutet hast, der oder die einsam ist, ist ja bei der Zahl, bei der großen Zahl, die ist sehr, sehr groß. Und manchmal will man rütteln und schütteln und sagen, Leute, das Glück klopft nicht an die Tür und holt dich da nicht raus. Du musst den ersten Schritt machen. Das ist ja wie wie eine Verkapselung, die du gar nicht merkst. Das ist ja anders als beim Gips oder irgendwie, das merkt man ja erstmal gar nicht. Und von daher sind solche Emotionen sicherlich auch normal, aber zu sagen, es ist kein individuelles Scheitern, wenn ein Lebensentwurf nicht klappt, wenn Träume nicht wahr werden, so wie wir uns das alle wünschen, wenn wir verlassen werden, wenn wir Trennungen haben, wenn Menschen, die wir lieben, sterben. Das sind ja alles tiefe Erschütterungen. Und der eine ist halt resilienter und besser vorbereitet für diese Erschütterung. Aber war es eben auch nicht. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du da sagst, der ja auf viele psychische Erkrankungen oder psychische Erkrankungen, es ist ja schon in gewisser Weise eine Erkrankung, die ja auch zu Schlimmeren führen kann, also dass Menschen dann völlig den Lebensmut verlieren. Ich glaube, das ist halt das große Problem, dass ein Teil dieses Zustandes eben auch der ist, dass die Menschen, obwohl sie einsam sind, dann sich selbst noch in ihre Einsamkeit oder in ihre Depression reinschaffen. Das heißt, den Kontakt auch gar
nicht wollen, weil sie auch gar nicht die Kraft haben, da einen großen Kontakt zu pflegen. Also das ist ja so ein bisschen dieser Widerspruch solcher Zustände. Und den muss man schon auch checken. Also gerade wenn ein Familienmitglied, wenn ein Freund etc. erkrankt, ist das, glaube ich, eine gute Botschaft zu sagen, man darf da nicht aufgeben, wenn einem dieser Mensch im Grunde seines Herzens viel wert ist. Ne? Da hast du recht. Wir erschöpfen einfach alle schnell. Und dann sagen wir, mein Gott, jetzt habe ich dich dreimal angerufen. Ich einfach nicht mehr. Ich habe auch mein Leben. Ja, mein Gott, wie viel Zeit dauert das, dreimal anzurufen? Manchmal braucht es eben einfach einen längeren Atem. Und wer an dieser, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, wie so eine Art Trockenheit des Herzens ist das ja, wenn du diese innere Unruhe hast. Und wer einsam ist, deutet zum Beispiel unsere Gesichtszüge vielleicht ganz anders. Wenn man uns im Treppenhaus begegnet. Deute jetzt mal bitte meinen Gesichtsausdruck. Ja. Viel Spaß, Bernd. Sehen. Ja. Steffen, das hat ja wohl einen Grund. Ja, genau. Wettbewerbsverzerrung. Ja, die nehmen das oft auch eben persönlich. Dann heißt es, oh, guck mal, wie der Yoda mit hängenden Mundwinkeln durchs Treppenhaus läuft. Der Mann, der hasst. Willkommen in seiner Welt. Kommt schon mal vor. Also, da würden wir beide oder wir drei, ich meine, wir wissen jetzt nicht, wie Steffen aussieht. Also ich, will man das wissen? Das ist die Frage. Ich weiß. Ist auch besser so. Aber ist okay. Nein, das würden wir vielleicht hat sagen. Hat wieder zugenommen, ja. Der hat vielleicht einen schlechten Tag einfach. Ja. Ich nehme das nicht persönlich. Aber jemand, der so lange schon isoliert ist, der hat auch keine Chance mehr, mit Vertrauen seine eigene Unruhe und Unsicherheit zu glätten. Ich meine, sprich das mal aus, den Satz, ich bin einsam. Das ist echt hart. Vor allen Dingen, ist das nicht auch so ein bisschen was man noch mehr in der Schule einfach Social Skills mäßig trainieren müsste, zu sagen, also man hat immer, also ich habe das zumindest in der Schulzeit erlebt, man hat immer so ein bisschen den mehr oder weniger klassischen Außenseiter, der irgendwie als letztes in die Gruppe gewählt wird oder der aufgrund von Klamotten, weil er nicht die allercoolsten und die allerschärfsten Klamotten hat, immer so ein bisschen außen vor ist. Man ist dann aber in dem Alter vielleicht selbst froh, dass man nicht derjenige ist, der außen vor ist. Müssten da nicht Lehrkräfte, müsste da nicht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Gesellschaft frühzeitig das System auffangen und sagen, Leute, nee, lasst uns irgendwie als Gemeinschaft funktionieren. Und dass das in der Schule schon, dass das oder von den Eltern auch frühzeitig beigebracht wird, dass es diese Ausgrenzung nicht gibt. Ja, klar, aber im Grunde, hast du es auch gerade selber gesagt, dann wollen wir mit der anderen Gruppe sein, der vermeintlich coolen, statt dass wir, ich meine, wir lasten Schule schon einiges auf bei dem Lehrermangel, den wir haben. Warum fangen wir da nicht mal an, unseren eigenen Kindern das vorzuleben oder selber bei Nichten und Neffen und so weiter auch zu sagen, hey, stell dich auch mal zu den Schwachen, stell dich auch mal zu den Außenseitern, wähl den doch beim nächsten Mal das erste Mal. Wer ist das denn bei euch? Und wir haben doch auch später, vielleicht fängt das an mit einer Schüchternheit im Job jemanden, man geht dann immer mit denselben Leuten zum Essen und der eine oder die eine bleibt immer sitzen. Es gibt immer irgendwie einen, der so ein bisschen außerhalb des ganzen Fokus ist, wo man sagt, ja. Naja, aber ich glaube, man ist als Eltern da ja auch ein bisschen machtlos. Also ich will da jetzt gar nicht so gesamtglobal, das kriegen wir sowieso nicht hin, aber wir haben die sozialen Medien, von denen wir ja irgendwie die Hoffnung hatten, dass sie uns verbinden, was sie auch tun, wenn man aber selbst ein Mensch ist, der eben auch außerhalb dieser Medien noch verbunden ist. Ich finde, verbunden war ein schönes Wort von dir, dieses Verbundensein. Wenn ich das aber nicht bin, dann kann mir ein soziales Medium, egal welches, diese Verbindung ja auch nicht geben. Mhm. Wir hatten gestern einen tollen Gast, Seom, der versteht sich, glaube ich, als Potenzial, er möchte Menschen ihr Potenzial zeigen, also ist auch ein spiritueller Mensch. Ich halte gerade sein Buch in die Kamera, ich weiß, einfach nur für den Geschmack. Ja, wir sehen es ja nicht. So ist es. Ja, einfach fürs Gefühl. Achso, na gut, ja. Ich habe noch andere Gäste, das schockiert mich jetzt. Ja. Und nein, natürlich nicht, da hat der Joachim sich versprochen, es geht um was anderes. Ja. Der sagte was Schönes. Wir kriegen. Ja, genau. Also ein Freund von mir sagte letztens was Schönes. Podcast, ja.
Ein Freund von mir sagte letztens was Schönes, so geht es vielleicht besser. Nein, er sagte, wir lernen ja als Kinder schon, dass wir benotet werden. Also sprich, wir handeln und daraus entsteht ein Haben, nämlich eine Note. Und daraus entwickeln wir unser Sein. Und schöner wäre es eigentlich, wenn wir erst wüssten, wer wir sind. Und dann können wir eigentlich handeln und können mit Noten viel cooler umgehen. Weil wir wissen, wenn ich eine 5 oder eine 6 habe, dann bin nicht ich das, sondern ich habe das jetzt halt mal fabriziert. Aber das betrifft ja mein Wesen nicht. Also ich glaube, wir müssten gesellschaftlich natürlich auch eine Menge ändern, um überhaupt Menschen auch wieder die Möglichkeit geben, in Verbindung zu treten. Also klar, wie wollen wir miteinander umgehen? Das ist doch immer wieder die Frage, was leben wir selber vor? Kinder kopieren uns. Und wenn man dann eben sagt, so, nach einer Trennung, der alleine ist, den laden wir auch jetzt ein und weiter auch die Großeltern oder was auch immer, dass wir alle ein Auge aufeinander haben. Ich glaube, wir haben doch alle in der Pandemie zumindest phasenweise gemerkt, so ein Hauch von Einsamkeit, ja. Da hast du gemerkt, oh mein Gott, wer sitzt da mit mir auf der Couch? Wir haben uns ja überhaupt nichts mehr zu sagen. Also bei mir war das jetzt nicht so, weil ich jemanden habe, der sehr viel auch redet, aber... Dann fällt dir deine eigene Einsamkeit eigentlich noch auf und dann noch die der anderen, ja, und zu wissen, wir sind es doch alle in unterschiedlichen Phasen. Das kann doch auch das Ende einer beruflichen Tätigkeit sein und du hast einen Übergang. Alles müssen wir neu lernen und ich glaube schon, dass das auch von Einsamkeit begleitet ist. Ja? All die Kollegen, noch diesen einen Satz, die eben auch zwei. Sender in den Städten, in Jobs, in Firmen ankommen, die wir 2 Jahre lang nur auf den Kacheln gesehen hatten und die saßen auch alleine in der neuen Stadt und dann war das Teams-Meeting aus und keine Sau hat die gefragt, wie geht's dir eigentlich? Ja, weil es natürlich auch zum guten Ton gehört, dass man immer hip ist, dass man immer glücklich ist, dass man immer optimiert ist und so weiter und so fort. Du schreibst in deinem Buch, wenn die Prominenz zu groß wird, fehlen die Rückzugsorte. Jetzt bist ja nicht nur du prominent, sondern du lebst in einer Beziehung, in einer Ehe mit einem ebenso prominenten Menschen. Ja, aber ich mache weder Home-Stories, noch halte ich meine Säuglinge für keine. Nee, ich meine aber, da gibt es ja sicherlich viel Freude. Jetzt guck mal, wir beide sind jetzt schon, also der Steffen und ich sind jetzt schon so aufgeregt, weil wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Und jetzt gibt es ja bestimmt viel Menschen, die suchen den Kontakt zu euch vielleicht gar nicht, weil die euch jetzt so toll finden, weil sie euch vielleicht auch gar nicht so gut kennen, sondern weil sie denken, ach, so ein Promi auf der Freundesliste oder der Bekanntenliste zu haben, ist ja auch ganz nett. Also muss man das auch lernen, oder verursacht das auch eine Einsamkeit, dass man plötzlich merkt, viele der Leute, die mich da so mögen, die interessieren sich eigentlich gar nicht so recht für mich, sondern die wollen einfach nur den Namen auf der Watchlist haben. Hier ist gerade mein Freundeskreis, ja. Ich wollte gerade sagen. Nein. Deine Prominenz fing ja vor vielen, vielen Jahrzehnten an, also du hast sicherlich vieles gelernt. Ich weiß, was du meinst und vor allen Dingen machst du ja eigentlich nur deinen Job und den habe ich ja, der hat ja nicht angefangen mit RTL. Ich habe ja schon, meine politische Sendung kennt keiner, meinen politischen Talk und meine kulturellen Sendungen beim Deutschlandfunk und beim WDR, dieses Jugendfernsehen damals noch und all die Shows. Das hat ja ganz langsam angefangen regional, dann Vorabendprogramm der ARD. Das war alles so, dass da konnte man noch feiern gehen und Dinge machen, ohne dass das jemand mitgekriegt hat, ja. Und dann kam eben RTL, da bereitet dich kein Mensch drauf vor. Mich hat das zutiefst verstört, Popularität, anders als Leute heute, die andauernd sagen, oh, bitte mach mich prominent mit irgendeinem YouTube-Kanal dann. Influencer, das sagt man, glaube ich. Genau, aber ich denke schon, dass meine Menschenkenntnis so gut ist und die wenigen Freunde auch eben vorher schon da waren, dass sie mitgewachsen sind. Man muss selber mitwachsen, dann musst du natürlich mit jemandem anders zusammenwachsen und gemeinsam gucken, wie regeln wir das. Aber klar, viele Dinge machen dich natürlich auch einsam, weil du dann, wenn du weißt, du bist draußen und die Popularität ist ja jetzt nicht mehr so wie in den 90ern, als man jeden Tag on air war und 2000ern, aber Aber kannst du das nachvollziehen, wenn, also jetzt gerade so dieser
dann an der Süßigkeitenkasse jetzt alles mitgeben, nur weil man denkt, oh Gott, hoffentlich filmt mich keiner, wie mein Kind sich heulend auf den Boden schmeißt, weil das ist eigentlich, ja. Ist das passiert, Bärbel? Ist das passiert? Bist du so eine Mutter? Ja. So eine Mutter. Ich wollte noch fragen. Fragen wegen diesem, also jetzt zum Beispiel ist ja ganz, ganz mega fantastisch groß dieses TikTok-Biest und das wirklich irgendwie jeder Pizzabäcker, ich bin mal live und gehe mal aus meinem Live raus und so. Also das sind ja Sätze, die gerade diesen Zeitgeist begleiten. Kannst du das nachvollziehen, diese, ich nenne es mal ein bisschen, ob es diese Geilheit nach Ruhm, nach Bekannter, nach Publicity, also es gab mal diesen, gab ja mal den Voice, der gesagt, jeder hat seine Viertelstunde Ruhm, aber ich habe das Gefühl, dieses Gefühl oder dieser Zeitgeist, das expandiert gerade noch. Andy Warhol, sehr gut. Also kann man das nachvollziehen oder ist das, weil von den wirklich Prominenten hört man immer wieder, ich mache das wegen dem Job und das ist das, was diese Begleiterscheinung irgendwie, das ist einfach die Begleiterscheinung. Aber was machst du denn für deinen Job? Also machst du Fahrstuhlfotos und Klofotos oder gehst du dann mit irgendwas TikTok-mäßigem viral? Klar, kann man alles machen mit irgendwelchen Dance-Moves und so weiter. Aber die es national oder international auch sind, die machen doch alle relativ wenig. Die machen einen guten Job, die arbeiten an ihrem nächsten Album, an ihrer nächsten Bühnenshow, an ihrem nächsten Setting. Natürlich posten die auch mal was, aber alles zu ihren einzelnen beruflichen Sachen. Ja. Und das andere ist natürlich eine neue Form von Popularität. Das ist ja auch toll, dass wir damit spielen können. Wir haben ja auch viel Spaß. Aber es hat eine so unglaublich gefährliche Sogkraft, dass man zwischendurch sagen kann, mach mal deinen Job oder mach mal deine Hausaufgaben. Ich meine, wie oft sehen wir Leute, wir gucken ja gar nicht mehr hoch, du fährst in der Bahn. Unfassbar. Früher haben wir doch im Abteil gesessen und hätten irgendwie miteinander auf den 6 Plätzen gelabert. Jetzt glotzt dein Handy, ist ganz schön, aber manchmal denke ich auch, lass uns doch mal wieder hochgucken und in die Augen schauen. Und, und gerade dieses TikTok, glaube ich, und das war etwas, oder Instagram, Instagram weiß man ja mittlerweile auch, dass es bei Jugendlichen vor allem viele psychische Störungen hervorruft, gerade wegen dieser ganzen Ernährungsgeschichten, wegen Figur. Ich sehe selbst, da sind 15, 16-jährige Jungs, die mit nacktem Oberkörper da posen und machen und tun. Und ich erkenne das tatsächlich auch schon bei Kindern, also bei anderen Kindern, dass die sich einfach schon so halten und so eine Haltung annehmen. Und was mich sehr erschüttert hat, dass Einsamkeit eine der Haupttodesursachen bei Jugendlichen ist. Mhm. Also bei Selbstmord wusste ich es, Unfall ist natürlich die Hauptursache, weil junge Menschen glücklicherweise natürlich noch nicht an Krankheiten sterben im großen Maße, aber Einsamkeit ist eben mit die Hauptursache, die dann ja zum Suizid, schätze ich mal, führt. Ne? Das ist ja das Tödliche daran. Und darauf bereitet einen halt auch keiner vor und beziehungsweise, um einfach den Bogen mal zu den sozialen Medien zu spannen, ich glaube, da ist auch viel Negativpotenzial, was eben so eine Einsamkeitsgeschichte hervorrufen kann. Wenn du niemanden von außen hast, der eine Grenze setzt, wenn du dir selber keine Grenze setzen kannst, dann kann man sich darin sehr, sehr verlieren und die Zahlen, die du gerade genannt hast, eben das ist schon die zweite Todesursache. Wenn niemand da ist, mit dem du dann im realen Leben vielleicht das besprechen kannst oder willst, was du siehst und was du erlebst, und die Freunde im Netz dann als real nimmst. Bei uns war es früher der Schulhof, ja, da wusste man immer, der eine ist so, das ist der Lustige, das ist der Zurückhaltende, das ist die Schüchterne, da kannten wir uns. Das war vielleicht in der Straße noch und im Viertel. Und jetzt kann dir die ganze Welt bei einer Peinlichkeit zugucken oder umgekehrt auch oder bei Erfolgen natürlich auch. Die Zahlen sind hoch, gerade bei jungen Menschen, die ihr Leben aufbauen, die eigentlich anfangen, sich zu verbinden, Freundschaften zu knüpfen. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Und das heißt natürlich auch, wenn du die Fühler ausstreckst in dein wahres Leben, dann hast du Gegenwind, du hast Widerspruch, du hast Spaß, du hast Vorfreude, aber du hast natürlich auch Reibung und Konflikte im Netz. Wischst du weg oder du... Das ist es halt. Und du hast das alles nicht, ja? Und das muss man doch lernen im Miteinander. Also wie werden diese Generationen in Beziehungen, bei Konflikten mit Chefs und Chefinnen später, mit Kollegen damit umgehen?
Das ist etwas, was mir ein bisschen Sorge macht. Und das stellt man ja fest, viele können gar nicht mehr real. Also was heißt ja, real? Ja, wirklich, wirklich. Es ist ja, wirklich so. Ja. Wenn du anrufst und legen. Und ich kann das wirklich bestätigen, die Sandra, meine Frau, die arbeitet in der sozialen Arbeit in Frankfurt und oder in einem sozialen Beruf. Und da ist es wirklich so, wenn dann mal aus Strafe oder aus sonst welchen Gründen, wenn dann das Handy abgenommen wird und die sollen mal zum Beispiel ohne Handy in die Schule gehen mit 14, 15, 16, die haben wirklich Entzugserscheinungen. Ich glaube, das wird heute noch gar nicht so wahrgenommen. Da sagt man, ach, jetzt kommt das iPhone 14. Aber die sind wirklich nicht mehr in der Lage, in der Bahn sich mit sich selbst zu beschäftigen oder einem Buch oder ein Gespräch zu führen oder einfach mal aus dem Fenster zu schauen. Also das ist schon verrückt. Das ist wirklich verrückt. Da geht das verloren, was die Grundaussage ist von Einsamkeit, Kommunikationsfähigkeit mit dir. Ja. Wann gucken wir denn einfach mal wieder aus dem Fenster? Bleiben wir bei der S-Bahn oder bei, wenn du, okay, bei der Deutschen Bahn stehst du ja eh nur, da siehst du. Aber du kannst den Baum draußen kennenlernen. Aber dass du mal gar nichts machst, keine Inspiration. Du wirst ja immer nur von außen gefüttert. Guck doch mal, was ist eigentlich bei dir los? Was passiert mit deinen inneren Stimmen? Was hast du dir selbst zu sagen? Ja? Was fühlt man? Und das ist etwas, was nur noch wenige dann tatsächlich können. Und das ist ganz, ganz traurig. Ich meine, das erzählt Ava ja auch. Ja. Wenn die in die Schule kommt, und das ist Grundschule, Montagmorgen, die sind auf so einem hibbeligen Level, dass die Konzentrationsspanne natürlich auch runtergeht. Und wir durch unsere Berufe, Podcast, Interviews, natürlich Kommunikationsrennpferde und können das. Aber wenn du das nicht übst, wenn in der Familie zu Hause jeder vor seinem Laptop, Tablet, Monsterscreen da sitzt, ist das furchtbar. Und man muss auch auf Entzug gehen, einfach Grenzen setzen und sagen, dann ist Schluss. Dann sind die erst wütend, aber nach einer Zeit suchen die sich was. Wie machst du das denn, Bärbel, bei dir in der Praxis? Also habt ihr, dass ihr sagt, okay, also zum Beispiel, wir machen das Schlafzimmer als handyfreie Zone und man hat einen richtigen Wecker oder man guckt morgens die erste Stunde nicht aufs Handy. Also hast du, weil es ist ja von außen, kommt ja unfassbar mit Smartphone und Apps und Serien und irgendwie noch und nöcher. Also hast du da in deinem Tagesablauf, hast du da Tipps, dass du sagst, okay, das und das kann ich wirklich empfehlen, das dann zu machen oder nicht zu machen? Ich glaube, jeder weiß es. Das ist so, als wenn du was Schlimmes isst oder nur so... Sachen liest, du fühlst dich irgendwann schlecht und genauso... Oder einen Podcast mit dem Letschert machst. Also ja, es geht ums Prinzip. Ja, guckst bei Instagram, TikTok und eine Stunde ist um. Schenk die Zeit dem Ehrenamt jemand anders. Geh mal raus, spür Wind und Wetter und Regen. Das klingt vielleicht, keine Ahnung, was die Leute jetzt denken, aber das Leben ist so lebenswert und das ist nicht in diesem... hinter der Scheibe, ja. Das Leben ist einfach Begegnung und ich glaube, dass die nochmal anders sind, wenn man sich tatsächlich berührt, riecht, erlebt und aufeinander zugeht. Naja, ich glaube, Einsamkeit fängt ja, also ich will mich jetzt nicht als einsamen Menschen outen, der bin ich nicht, aber ich kenne das Gefühl, also ich kenne das wirklich. Ich merke aber bei mir, dass das ein Gefühl ist, das eher immanent ist, also dass ich jetzt nicht erst entwickelt habe, weil irgendwas passiert ist, sondern, wir sind ja alle so ein bisschen Nachkriegsgeneration. Also ich bin jetzt nicht mehr Nachkrieg, aber ich bin erzogen worden von Menschen, die ja Nachkrieg sind. Und jetzt von meinen Eltern kann ich sagen, die haben Einsamkeit erlebt, die haben Unsicherheiten erlebt. Mhm. Und natürlich bist du nicht frei davon und gibst es an deine Kinder weiter. Meinst du denn, oder anders, kann man denn Einsamkeit, also wenn man das so von Kindesbeinen auf gelernt hat, kann man das dann auch wieder verlernen? Also es gibt Untersuchungen, ich habe ja an dieser Einsamkeitsstudie der Ruhr-Uni dann teilgenommen während der Pandemie, wenn Eltern auch schon einsam waren und sich nicht mit der Welt verbinden konnten, überträgt sich das nicht immer? Ich musste zumindest sehr selbst irgendeinen Beruf finden und um ehrlich zu sein, das Einzige, was ich bis dato gemacht hatte, war Marionetten spielen und zaubern. Das war... Du hast mich jetzt gerade hierher gezaubert. Das habe ich bis zu meinem 19. Lebensjahr gemacht und ich sag mal, wenn ich jetzt Eltern gehabt hätte, die ganz anders aufgewachsen wären, also dann wäre es A, denen besser gegangen, was ich ihnen wirklich sehr, sehr gewünscht hätte und zum anderen hätten die gesagt, was überlegst du denn, was du beruflich machen willst? Natürlich
natürlich machst du irgendwas Künstlerisches zum Beispiel. Aber nun ist das ja nicht so und das hat auch keiner aus böser Absicht gemacht und am Ende muss man ja später damit umgehen. Und da ist eben so ein Buch, finde ich, ein total tolles Buch. Ja. Und jetzt weil, halt es gerade noch mal in die Kamera. Jetzt halt es mal in die Kamera. Man sieht's aber man sieht es nicht. Ja, man sieht es alles. Fucking solchen genau. Tag, wirklich, sorry. Danke, ja. Bärbel, sehr aufmerksam. Ja. Aber weißt ja. du was, Steffen? Ja. Das Buch ist das eine, aber wenn jetzt jemand wie du auch sagst, auch ich kenne das, ist das genauso wertvoll, weil dann vielleicht auch jemand anders mutig ist und sagt, ja, ich bin das auch manchmal, ja. Wir sind eben nicht immer alle stark und bereit, dem Leben zu begegnen. Und wenn du dann wie Ava eben keinen festen Untergrund hast mit einem sarkastischen Vater, der sie die ganze Zeit immer so klein gemacht hat, mit Sprüchen, die er lustig fand, aber die für so ein junges Mädchen einfach furchtbar sind. Die Schwestern, die versucht haben, irgendwie gemeinsam diese Situation mit permanent arbeitenden Eltern, die sich eben auch... Ach, im Kaufhaus, ne, war das, Regale einräumen und diese sehr strebsame. Genau, im Supermarkt, ja. wo du dann gar kein privates Gespräch führen konntest, weil alles praktisch an der Kasse, an dem Laufband stattfand. Und dann wird die Mutter noch krank. Also was hast du für ein stabiles Netz, wenn dir das Leben den Boden unter den Füßen wegzieht? Da ist dann nichts. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass Einsamkeit ist ja, wie gesagt, wie am Anfang ja schon gesagt, wie Depression. Ich denke immer, wenn jemand sagt, ich bin depressiv, es gibt vielleicht, also 7 Milliarden Menschen, 7 Milliarden verschiedene Welten, 1 Million Depressive, bedeutet, jeder hat ja eine andere Depression. Und mit Einsamkeit ist es ja ähnlich, was ich da sehr schön fand. Einsamkeit ist die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den gewünschten und den tatsächlich vorhandenen Beziehungen. Und das geht mir manchmal auch so. Und ich finde, ich bin jetzt nicht mehr bei Facebook und auf Instagram sehe ich wirklich nicht viel. Also da sehe ich Bilder, die nicht das verursachen, was ich bei Facebook manchmal dachte. Man sieht ja Leute immer im Urlaub und beim tollen Italiener. Ja, und du beim bist die Einzige, die auch arbeitet. Das habe ich auch mal gedacht. Oder, oder man sieht Leute im Rapsfeld oder was das hier bei mir im Hintergrund ist. Ja. Ich weiß. Ja. Aber seid ihr noch im Raumschiff? Nee, ihr seid nicht mehr im Raumschiff. Doch, wir sind im Raumschiff. Ehrlich? Ja. Und da, wo er hingehört, ja. Und ich glaube, das ist ja auch so eine Gefahrenquelle, dass man sich einfach mal bewusst machen muss, ey, das sind Leute wie du und ich, die sitzen nicht immer im Restaurant, die sind nicht immer mit kreischenden, lustigen Leuten umgeben. Und ich glaube, das ist auch so eine große Gefahr dieser sozialen Medien. Zum einen, wie du sagst, haben wir diese Zweidimensionalität, also Höhe mal Breite, mehr gibt so ein Bildschirm ja nicht her. Und riechen niemanden, wir sehen keine genaue Mimik, wir sehen diese Nuancen einfach nicht. Und wenn der Monitor aus ist, ist auch alles weg, dann sind es plötzlich 100.000 Freunde weg. Es ist halt einfach so, dass wir Social Media zu ernst nehmen, dass einfach Social Media zu ernst genommen wird, weil du immer, wenn du mal Backstage-Aufnahmen siehst du, okay, das ist alles und da gehört Licht dazu und Make-up und es sind 15 Versuche etc. Also, dass man vielleicht sich selbst und dem Umfeld beibringen sollte, Social Media ist wirklich viel, viel Fake und viel, viel Anstrengung. Ich wollte ganz kurz die Bärbel nochmal fragen, weil ich höre von Autoren immer den Satz, Schreiben, ein Buch schreiben, hat auch viel mit Einsamkeit zu tun. Wie fühlt sich denn oder fühlt man sich als Autor beim Schreiben? Gibt es da das Gefühl der Einsamkeit, weil man halt viele Stunden am Schreibtisch sitzt? Oder bist du eher ein Schreiber, der sagt, nö, also ich kann dann jederzeit auch ein Gespräch führen, WhatsApp oder geh mal ins Café oder so? Du bist ja mit den Figuren, du bist mit deinen Texten, ich bin mit der Recherche und ich bin das ja, was ich, jetzt haben wir bald Buchmesse in Frankfurt, da moderiere ich auf der ARD-Bühne, dann ich sitze ja eh auch, um Sendungen vorzubereiten und Interviews, sehr viel am Schreibtisch. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, da draußen ist niemand mehr. Hallo. Das habe ich nicht, aber ich weiß natürlich diese Konzeptionsphase, aber so richtig ein Gefühl von Einsamkeit, nein. Ich weiß, das sind dann 3-4, also maximal 4 Stunden, wo man richtig kreativ sein kann. Und dann ist ja auch viel Textkorrektur, dann telefonierst du mit der Lektorin und solche Sachen. Also habe ich jetzt nicht das Gefühl. Also ich weiß das von Autoren, mit denen ich das auch führe, solche Gespräche,
das ist eher so ein Ringen, ja, wo will ich hin und verlaufe ich mich jetzt, also gerade jetzt, was weiß ich, Sebastian Fitzek, der natürlich ein super Profi ist, der hat ja, glaube ich, schon 8 Leute, die auch für ihn mitschreiben. Weil ja, ja, genau. Heißen die noch Ghostwriter oder ist es einfach das Fitzek-Team? Das ist einfach das Fitzek-Team, die einfach für ihn ganz viel recherchieren und alles vorbereiten, aber schreiben muss er natürlich auch. Ich meine, wenn du nicht gerne alleine bist, dann solltest du kein Auto oder keine Auto. Und manche setzen sich dafür ja auch, Achtung bei der Berufswahl, dann ja auch ins Café oder brauchen dann von außen so Stimmen, ne? Oder Geräusche oder schreiben im Park oder so, das kann ich nicht. Ah, okay. Erst alles aufräumen um mich herum und das ist da manchmal auch so eine Ausrede, dann staubsauge ich oder wische irgendwas aus oder ordne irgendwas oder bezahle Rechnungen, aber eigentlich weiß ich, ich muss schreiben, weil ich Abgabetermin habe. Da ist man sehr einsam, wenn der Abgabetermin näher ist. Machst du so 9-to-5 schreiben, also wirklich, dass du sagst, ich setze mich jetzt um 10 Uhr hin und um 3 Uhr höre ich auf, egal was ist. Ja, und wenn nur drei Sätze entstehen, ja gut, du bist jetzt natürlich familiär auch eingebunden, deshalb ist das ja wahrscheinlich eher schwierig. Auch ein Unterschied, da moderiere ich Veranstaltungen, ja, habe ich HR, dann habe ich da Dienste und so weiter. Also das ist schon, es wäre schön, wenn ich sagen könnte, jeden Tag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr nur schreiben und dann auch alles ausmachen. Also das hilft ja sowieso bei der Konzentration. Nicht das Handy im Raum haben, das kennen wir doch alle, nicht der Tastatur. Genau. Na, auf dem Handy stünde jetzt im Übrigen der Eintracht-Ticker, aber der Steffen weiß wahrscheinlich, wie es gerade steht. Du hast Eintracht geguckt. Nein, eben nicht. Eben ich nicht, ich eben möchte, nicht. Möchte nicht ins Detail gehen, aber ich hatte um 19 Uhr noch einen Online-Termin mit meiner Frau und um 20 Uhr, ich bin wirklich ein Eintracht-Frankfurt-Fan, aber ich weiß nicht, wie es steht, warum, weil ich Bärbel Schäfer bevorzuge. Warum habt ihr euch nicht gemeldet? Dann hätten wir das Nein. Also... Ein tolles Gespräch mit Bärbel Schäfer ist immer noch wichtiger als das, die einen. Nein, ich will es gar nicht wissen. Ein Champions League der Eintracht. Ich meine, wir müssten hier am Büro den Autokorso gleich hören. Ja, so ist es. Außerdem, Bärbel, du bist für mich die Champions League. Vielen Dank. Genau. Grüße aus meinem Rapsfeld. Ist das schön hier. Ja. Deine Frau hat dich super gecoacht. Erzogen. Naja, und ich sag mal, Einsamkeit ist auch so ein Gedanke, den ich mir mache. Also es ist ja, wir machen uns ja Gedanken um unsere Zukunft und viele Menschen verdienen ja gar nicht so viel, dass sie sich in Zukunft überhaupt noch irgendwas leisten können. Und es gibt ein wunderbares Buch von Hajo Schumacher, glaube ich, der auch darüber geschrieben hat, wie man denn diese Not, die viele in der Zukunft sehen, eben sich auch eine Wohnung nicht mehr leisten zu können, lindern kann, indem man einfach seine Einsamkeit aufgibt und mit mehreren Menschen wieder was zusammentut, also sich wirklich, wie du ja schon auch im Laufe des Gesprächs jetzt gesagt hast, sich gegenseitig kümmert, also was spricht, warum muss man in Altersheime, was spricht gegen Alters-WG, WGs etc., in die man vielleicht zu 5 zieht, die vielleicht staatlich gefördert werden, wo dann ein mobiler Krankenpfleger, Krankenpflegerin etc. Ja. für die Leute, also einsame Menschen neigen ja auch dazu zu glauben, sie müssten jetzt alles alleine schaffen und ich glaube, das kann uns, also das kann ja eine Chance auch sein, diese vielleicht nicht ganz so tolle Situation für viele in 10, 20, 30 Jahren, dass man sagt, jetzt müssen wir uns auch mal wieder zusammenraufen und müssen gucken, dass wir uns gegenseitig die Stange halten, ja, oder? Oh mein Gott, da bin ich ja schon fast 90. Oh, Hilfe. Also das ist Zeit. Aber ja. Du sprichst einen ganz wichtigen... Das ist dein nächstes Buchprojekt, nein. Wir kennen doch alle diese Männer und Frauen, die dann in ihrem Reihenhaus alleine sitzen, die Kinder sind weg und dann ist das Zimmer noch vielleicht so ein Mausoleum und an 3 Tagen kommen die zurück und schlafen dann nochmal unter ihre alten Eintracht-Plakaten. Oder jetzt, wo du es sagst, also. Guck doch mal in den Nein, ich kann nicht. Wenn sie verloren haben, dann werde ich einsam und depressiv. Das will keiner. Okay, das wollen wir nicht. Wenn ich sehe, das Elend. Dann sind wir natürlich weg. Wir reden ja nur drüber. Wir helfen. Das ist ganz wichtig, was du sagst, dass die das soziale Bauprojekte, dass wir einfach gucken müssen, was ändern wir vielleicht in unserer Stadtarchitektur, dass wir natürliche
Begegnungsräume schaffen. Mhm. Wir sind eh eine sehr distanzierte Gesellschaft, die nicht automatisch sagt, hallo, komm, setz dich mal an meinen Tisch. Wir sagen immer, nee, ist besetzt. Ja, also zu sagen, man guckt, dass man sich verbindet. Aber das setzt natürlich voraus, dass man diese Hürde überwindet, zu sagen, ich mache jetzt mit, ich bin dabei. Ich gucke das an, ich bin neugierig. Und das fällt ja gerade einsam schwer. Aber ich glaube, dass man bei zukünftigen Architekturprojekten auf ganz selbstverständliche Begegnungsräume tatsächlich achten muss. Dann hat vielleicht jeder seinen natürlich privaten Bereich, aber du hast immer auch einen Raum, wo alle zusammenkommen, ja? Aber könnte es auch einfach, oder also wie soll ich sagen, liegt, oder ist so dieses Thema Einsamkeit und wie geht man mit Einsamkeit um, auch so ein Stück weit so ein deutsches Thema, weil es wurde auch thematisiert, du hast es auch im Interview mal gesagt, zu sagen, also wenn wir im Urlaub sind und wir sehen die Südländer, die sitzen draußen und die quatschen miteinander und die machen Siesta und haben Spaß, wenn du das selbst im Hochsommer in Deutschland machst, wirst du immer so ein bisschen, es wird nicht in allen Ecken gern gesehen. Also könnte der Deutsche an sich, wenn er vielleicht ein bisschen smoother wird, ein bisschen internationaler, ein bisschen europäer, ein bisschen südländischer, dass das dann vielleicht automatisch kommt, dass man sich eher trifft auf der Straße, einfach so zum Gespräch? Ja, ich sehe das auch so. Bei uns sagt dann sofort, ja, jetzt 10 Uhr, jetzt hört man. Ja, genau. Ruhestörung. Oder zu feiern. Ich war neulich auf einer jüdischen Hochzeitfeier, die ist dann am Sonntag und dann haben die Leute um 6 Uhr irgendwie schon gesagt, jetzt ist aber zu laut die Musik. Also nicht 6 Uhr morgens, sondern 6 Uhr. Aber Hochzeit ist Hochzeit. Man soll die Feste feiern. Mein Gott, kannst ja auch mal Oropax ins Ohr stecken und sagen, ja, da sind andere glücklich. Ja, aber die Deutschen, ich glaube, man muss einfach, jeder muss bei sich anfangen und vielleicht mal sagen, hey, da fühle ich mich gerade allein oder das traue ich mich nicht. Wenn wir damit anfangen, ist das, glaube ich, ein erster Schritt. Ich kann nicht für alle sprechen, das weiß ich nicht. Und vieles ändert sich ja auch schon und wird ein bisschen weicher und wird ein bisschen offener. Ich glaube, all das, was wir alle in unserem Herzen haben, also zusammen sein, gesehen werden, geliebt werden, lieben wollen, auch das muss ja auch jemand zulassen, dass du den oder die liebst. Das hat nichts von der Sogkraft verloren. Und wenn sich eben so check, check, check mäßig gar nichts davon für dich erfüllt, dann bleibt immer dieser große Herzschmerz. Und der kann dich einfach furchtbar im Würgegriff haben. Und das ist egal, ob du jung bist oder ob du alt bist, ob du dein Partner tot ist, dein Job weg ist oder ob du auch mitten im Leben stehst. Das hat mich erschüttert. Und Ava hat uns ja dieses Geschenk gemacht von diesen auch teilweise sehr selbstzerstörerischen Selbstzweifeln. Da will man immer sagen, Mensch, du hast auch so viele tolle Seiten, guck auch auf die. Und uns geht ja, das wäre mein letzter Satz heute Abend noch, aber dieses, ich glaube, uns geht als Gemeinschaft auch unglaublich viel verloren von Menschen, die einsam sind. All die Potenziale, all die Kreativität, all die Talente. Und deswegen, das, was Steffen vorhin gesagt hat, einfach manchmal, oder Jo war das, ein bisschen länger dann auch mal dranbleiben, um das auch wieder zu wecken und lebendig werden zu lassen. Naja, vor allem gemocht werden, nicht weil man irgendwer ist oder irgendwas hat, sondern weil man eben der ist, der man oder die ist, die man ist, weil man eben ein Mensch ist, der, wie du sagst, sein Gutes, sein nicht so Gutes hat. Ich glaube, das ist es, nicht irgendwer sein zu wollen, sondern einfach der zu sein, der man ist und nicht zu glauben. Ja, Authentizität, Integrität, aber auch nicht zurückscheuen, wenn einem was nicht gefällt. Also einfach man selbst sein. Das wird einem vielleicht auch so ein bisschen abtrainiert, weil wir ja doch schon sehr auf dem Optimierungsding. Also Osho hat mal gesagt, viel Geschwindigkeit, kein Ziel. Das fand ich ein ganz schönes, einen ganz schönen Spruch. Wir machen und machen und machen, aber am Ende wissen wir gar nicht, wo wir so recht hinwollen mit unserem gestellten Body und mit unseren... Dankeschön. Ich bin gerade... Nee, war generell... war generell so, ja. Und das glaube ich, ist das Problem. Und je mehr man dann, glaube ich, merkt, ich mache und mache und mache und irgendwie werde ich jetzt nicht geliebter oder werde nicht uneinsamer oder wie auch immer und dann machen wir noch mehr. Und ich glaube, da muss man auch mal so ein bisschen durchbrechen und sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich bin jetzt einfach mal ich und guck mal, ob das nicht auch genügt.
Ich wollte die Bärbel noch fragen, hast du oder kannst du schon verraten, gibt es neue Projekte, neue Ideen, neue Pläne für neue Bücher oder für, ja, also hast du da schon? Ja, es gibt ja manche Autoren, die reden immer gerne drüber und dann gibt es welche, ich habe gerade parallel versucht, in den Live-Ticker zu gehen. Hast du gerade sehen wollen, wie die Eintracht gespielt hat? Ich sag's dir nicht. Ich könnte es dir auch sagen, aber ich sag's. Sag du. Nee. Schreibe ich dann ein Buch über Depression oder geht's? Fang schon mal an. Nein, ich gucke jetzt auch. Ihr macht mich weh. Oh nein, bitte. Also wegen dem Punkt. Weil ich gucke jetzt auch. Naja, wird schwierig. Jetzt guck, wir sind dann da. Wir lassen dich nicht allein. Jo, wir lassen dich nicht allein. Du ich kannst. Krieg hier gerade echt einen Blutsturz. Vor allem, wenn diese Kicker-App sich nicht öffnet, der Mensch. Null fucking dran. Null? Ja, sag's nochmal, das hilft, wenn du es aussprichst. Ja. Ich mach Feierabend. Tschüss. Tschüss. Rapsfeld gehört euch. 0-3! Das ist dann doch lieber ein Interview mit Bärbel Schäfer. So, ja, das sage ich doch. Ja. Also genau, was steht dann als nächstes? Ja. Der arme Kevin Trapp. Ich muss, glaube ich, ein Buch über Kevin Trapp. Warum man nicht an Manuel Neuer vorbeikommt. Ah, oh, 0-3. Kein Mensch wird uns heute Abend in Frankfurt gesehen haben, weil die alle die Eintracht geguckt haben. Die Leute haben ja noch Möglichkeiten, es abzurufen. Ja. Aber sag zum Schluss deine neuesten Projekte. Ja, also ich habe jetzt, was weiß ich, mit der Krebshilfe über Krebs und Frauen und Älterwerden und Trauer über den Unfalltod meines Bruders. Ich dachte, ich kann jetzt mal nicht so ein schweres Thema, ich mach was mit Natur. So, sage ich euch nicht. Das geheime Leben. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie, irgendwas mit Weltpolitik oder im Konflikt mit Natur. Ich schüttel einfach so ein bisschen am Rasen von der Eintracht und schreibe. Kommst du hier nach Isseburg? Wir haben hier den Stadtwald. Können wir zusammen zum Waldstadion laufen? Das geheime Leben der Bäume. Ich habe gesehen, du hast viele Bücher, auch Romane, zusammen mit Menschen geschrieben. Bist du jemand, der gerne gemeinsam mit anderen auch was tut? Habe ich lange gemacht bei so unterhaltsamen Frauenliteratur, hieß das, glaube ich, früher mal. Das wurde ja auch verfilmt für die ARD, andere Sachen, auch mit journalistischen Kollegen, aber mittlerweile bin ich ja auch schon groß und kann das jetzt schon mal sagen. Nein, es war einfach, das sind zwei tolle Freundinnen, Journalistinnen in Köln und irgendwie immer über den Screen und hin und her fahren mit der Deutschen Bahn, das hat irgendwann einfach nicht mehr, haben wir nicht mehr hingekriegt. Und also, die hat aufgehört und ich habe weitergemacht. Also wir sehen, du kannst es definitiv auch alleine. Und ich glaube, wir sprechen jetzt mal das Schlusswort, weil wir kommen jetzt an die Stunde ran. Du kannst es definitiv alleine. Ava hat dich zu einem Thema geführt, das ein wirklich wichtiges ist. Und es gibt ja in England schon länger, in Deutschland jetzt auch seit einiger Zeit, auch in der Politik entsprechend Beauftragte, die sich um das Thema Einsamkeit kümmern. Aber was brauchen wir an Beauftragten, wenn wir Freunde haben oder Menschen in unserer Umgebung? Deshalb lest Avas Geheimnis, meine Begegnung mit der Einsamkeit. Und wenn ihr da draußen auch irgendwie das Gefühl haben solltet, einsam zu sein, dieses Buch ist nicht nur eine schöne Geschichte, ein sehr intimer Einblick, finde ich auch. Ein sehr intimer Einblick, finde ich auch, in dein Familienleben so ein bisschen. Hey, oh, ja, so schmeckt Erfolg. Hallo Podcaster, check YouTube. Es sind aber auch noch eine Menge Ansprechpartner, Sorgentelefone etc. in diesem Buch. Und das macht es, finde ich, sehr wertvoll. Und wenn ihr dieses Buch nicht kaufen wollt oder das Geld nicht habt oder nicht lesen wollt, dann schaut im Internet nach oder fragt einfach Bärbel. Oder hört in den Podcast rein, ne? Ja, genau. Vielen Dank, lieber. Ich würde gerade noch ein Set-Foto machen, weil dieses dass man glaubt, dass. Kann man vielleicht das so, dass wir. Können wir so gucken, die Eintracht hat 3-0 gewonnen. Du hast jetzt aber Leute, die dich auffangen, oder? Müssen wir uns Sorgen machen? Ich schreibe jetzt auch ein Buch, Bärbel, das glaubst du aber. Nee, ich werde jetzt noch ein bisschen mit meiner Katze kuscheln und dann. Aber das ist ja erst das erste Spiel von 6. Das war ja quasi, ich glaube, das erste Mal Champions League überhaupt. Wir machen einen innerlichen Autokorso, als hätten die gewonnen. Die Eintracht, innerlicher Autokorso. Die Eintracht macht es doch immer spannend. Komm, so kennen wir sie doch, so lieben wir sie doch. Vielen, vielen Dank, liebe Bärbel. Danke für dieses schöne Gespräch. Eure Vorbereitung und Aufregung war doch umsonst, oder?
Nee, auf keinen Fall, denn sie gibt ja immer das Adrenalin, eine gute Sendung abzuliefern. Okay. Tschüss. Tschüss. Dankeschön, schönen Dank. Feierabend. Und beim nächsten Buch sehen wir uns wieder. Die Natur der Bäume oder irgendwie so. Ja, die Natur vom Eseburger Stadtwald. Dankeschön. Schönen Abend. Lieben Gruß an die Familie. Tschüss. Danke, tschüss. Euch auch. Tschüss. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Steffen und Jo. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@letschert.net. Und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.